Habe die Ehre. Kennst du das Gefühl, wenn du nach vorne gehen willst, aber es geht einfach nicht? Du schaffst es nicht, weil irgendwas dich zurückhält, irgendwas bremst dich. Du hast das Gefühl, dass du wie versteinert bist. Es gibt diese Blockaden, diese Bremsklötze, die sich immer wieder in deinen Weg stellen. Und es geht einfach nicht nach vorne. Ja, so geht es. So ging es mir eine ganze Zeit lang. Ich hatte vieles vor, viele Ideen. Ich wollte mich ausleben, meine Kreativität leben. Und letztlich hat sich überhaupt nichts getan, weil ich immer noch kein Bewusstsein hatte und keine Kontrolle über das, was mich ausmacht. Und das ist auch ganz logisch, wenn man bedenkt, dass man so viele Jahre, in meinem Fall Jahrzehnte, von außen ständig beeinflusst wird, ständig in der Anpassung lebt, alles allen recht machen will, dann kommt man einfach nicht nach vorne. Man geht einfach nicht seinen Weg. Und was ich festgestellt habe, was das Wichtigste von allem ist, ist, dass man die Verankerung ins Äußere löst und wieder zurückkommt zu seinen Wurzeln. Zu das, was einen selbst ausmacht. Was sind deine wahren Verankerungen? Was sind deine Verwurzelungen in deine Vergangenheit? Was ist gut passiert? Oder was ist Gutes geschehen? Was hast du früher gemacht, was dir Spaß gemacht hat? Wo du richtig aufgegangen bist? Das ist das letztlich, was dich auszeichnet und was dich auch nach vorne bringt. Weil alles andere, weil das meiste davon, ist fremddiktiert, wurde von außen dir auferlegt, kam vielleicht auch gar nicht so bewusst zu dir, weil du auch keinen Plan hattest, wo es hingehen soll. Und das ist der größte Fehler, den ich gemacht habe, dass ich einfach ständig planlos, ziellos, orientierungslos nach vorne geschritten bin, mit dem Vertrauen, mit der Gewissheit, dass sich alles irgendwie zum Guten wendet. Allerdings hat das Ganze auch um einiges einfacher gehen können, wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, wo ich eigentlich hingehen will, was denn so mein letztes Vorhaben, was ist so meine Lebensaufgabe ist, was will ich erinnert werden oder was sollen die Leute von mir denken, wenn ich nicht mehr da bin. Diese Art zu reflektieren und über mein Leben auch nachzudenken, hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es dir auch hilft, dass du über ein klares Ziel, über einen erfolgsversprechenden Weg, über eine Strategie, die zu dir passt und dir entspricht und dich dahin führt, wo du wirklich hin willst, und zwar von Herzen, und dann nicht mehr nur verstandesgedrängt und vom Verstand aus angewiesen oder von außen bestimmt, wo dein Weg hingeht, sondern dass du dahin kommst, dass du sagst, hey, ich folge jetzt meinem Herzen. Ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Ich weiß, dass es auch mich erfüllt und zu guter Letzt auch meinen Mitmenschen, meinen Liebsten, meiner Familie, meinen Freunden, die sich wirklich um mich kümmern und die zu mir stehen, die mich so akzeptieren, wie ich bin, dass die da auch davon profitieren können. Und das ist das, was mich antreibt, was mich motiviert, Gutes zu tun, meine Tochter zu inspirieren und meiner Familie zu helfen. Wenn dich diese Gedanken, diese Ideen weitergebracht haben, dann hinterlass mir doch einen kurzen Kommentar, ein kurzes Like oder abonniere meinen Kanal auch gerne. Leite das Video an Menschen weiter, die ihre Verwurzelung verloren haben, die umherirren, die nicht wissen, wer sie sind, was sie sind. Und dann weiß ich auch, welche Videos ich in Kürze machen soll.